Hallöchen, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Unboxing. Dank euch alten Machern habe ich es endlich hier. Das Steam Deck. Vor kurzem war es mal wieder runtergesetzt um 20%, also die größte Variante davon von den Paketen. Und ich habe da schon seit über einem Jahr ein Auge drauf und immer wieder so bin ich im Gespräch mit euch. Soll ich mir es holen, soll ich nicht? Und hin und her. Und jedes Mal hieß es, mach doch einfach ein Spendenziel. Jetzt habe ich eins gemacht, ihr habt was gemacht und ich habe zugeschlagen. Vielen, vielen lieben Dank schon mal an euch. Und jetzt machen wir das Ding mal auf. Ich habe natürlich wie immer unser Knäuf dabei zum Öffnen, unser Case-Opening-Knife sozusagen. So, jetzt gucken wir uns die Geschichte doch mal an. Oh je. Attention, nur dass ihr alle Bescheid wisst, ihr müsst es erst anschließen und dann einschalten. Das ist ja total einfach. Ich heb mal dieses Stückchen hier ab. Ah ja, das gucke ich mir dann aber alles gleich am Gerät an. Oha, oha, das ist wirklich etwas sehr Besonderes. Eigentlich natürlich so wie jede Sache, die ich von euch bekommen habe, sehr besonders. Bei dem Steam Deck ist es so, dass wer da oder ich da im Vorfeld ein bisschen Skrupel hatte, dafür ein Ziel zu machen im Stream halt von wegen, hey, ja, komm, wir gucken mal, was zusammenkommt, weil es ja nicht direkt das mit dem Stream zu tun hat. Sonst habe ich den Greenscreen, die Lampen oder irgendwas, alles Mögliche, was ich für die Arbeit brauche. Das werde ich natürlich auch mitverarbeiten, so geht es eben auch in diesem Opening. Aber nichtsdestotrotz war es eher so was Persönliches und darum ist es nochmal ein Ticken sweeter einfach, weil ich mich halt einfach so, ne? Seid halt Macher. Vielen Dank. Ich werde erst hier drüben in den Kasten reinschauen. Ich nehme an, da ist Ladekabel und so weiter drin. Alles sehr schön in Papier verpackt. Super. Ich brauche das Knife nochmal, Mist. So, öffnen wir mal. Hopp. Hier steht übrigens auch Power Adapter. Wow. Ja, ziemlich einfach verpackt, auch ohne eine Plastikfolie drumherum. Das ist schon immer irgendwie Quatsch gewesen, wenn solche Teile in einer offenen Plastikverpackung nochmal hier drin verpackt sind. Also gut gemacht, Volvo. So, Ladekabel und das Handbuch. Und jetzt kommen wir schon zu der Maschine. Oh my God, your games are going places. Das sieht sehr sweet aus. Ich mache den fetten Karton mal weg. Es ist sonst nichts mehr drin. Schön einfach gehalten auch. Und jetzt kommen wir zum Prachtstück. Lasst mich mal kurz schauen. Das ist doch bestimmt auch nur so leicht. Ah jo, nur ein bisschen verklebt. Wie vorhin schon erwähnt und wie man sehen kann, habe ich mir oder vielmehr ihr mir die größte Version gegönnt. Also die mit dem Case und mit dem Edged Glass und was weiß ich alles dann noch mit dabei ist. Irgend so eine Tastatur. Also eine digitale, I don't know. Und ich glaube auch gewisse Steam-Sachen. Wow. Hier haben wir einmal die Videogame Machine und das Case. Das sieht man ja auch. Und das fühlt sich schon sehr sweet an. Was ist da hinten? Eine Armstulpe, Leute, ich flipp aus. Ja, das ist so ein Säckchen, ich nehme an fürs Ladekabel. Nicht dran riechen. Das mockt was weg. Holy shit. Und jetzt gucken wir uns das gute Stück mal an. Guck mal, ich habe es schon voll geschisselt. Oh, es ist noch zu. Guck mal hier. Das offizielle Volvo-Siegel. So. Dann gucken wir mal rein. Ich öffne jetzt hier die ganze Geschichte. Und los. Oh, das ist echt fett. Das ist richtig, richtig fett. Ich habe schon zweimal mit einem Steam Deck so ein bisschen rumgedödelt. Und das ist, warte mal, nochmal ein richtig fettes Stück größer als die Switch. Guck mal. Was man natürlich auch schon im Vorfeld wusste, aber jetzt, wo ich es in seiner ganzen Pracht hier liegen habe vor mir, das ist wirklich, Gott, ist das fett. Aber jetzt nicht negativ oder so, aber es ist halt einfach einnehmend. Hallo. Dafür, dass es so riesig ist, fühlt sich so leicht an. Hier ist übrigens auch nochmal ein Putztüchelchen dabei. Oder ein Abdecktuch oder beides. Das passt genau oder fast genau auf den Bildschirm drauf. Dann würde ich sagen, lade ich die Geschichte jetzt erstmal und dann gucken wir rein, wie es rennt. So, und schon ist das ganze Ding an und es ist wirklich bombig. Also es ist so krass, wie sich das Ding anfühlt, wie es verarbeitet ist und wie die Sticks und so weiter funktionieren. Ich konnte mich auch logischerweise ultra leicht anmelden. Ich habe einfach nur mit meinem Steam-Login eben mich eingeloggt und am Handy bestätigt und schon ist man drin in der Geschichte. Und ja, Blumi, ich habe eben schon geladen, keine Sorge. Ich mache auf jeden Fall mal noch hier den 24-Stunden-Dingens an. Das ist... Ah, und Battery Percentage finde ich auch sehr wichtig. Habe jetzt aktuell Brotato, Ip und Vampires hier, Dingens, Vampires Diaries, Vampires Survive. Und da können wir direkt einmal reinglotzen. Ich habe natürlich eben schon kurz gespielt. Ja, und es ist einfach bombig. Also klar, dass solche Spiele wie Vampires Survive ist natürlich perfekt, also super duper Rennen. Das schallert natürlich gut rein. Die Lüfter
sind bei dem Spiel jetzt zumindest auch noch nicht so laut geworden. Klar, es ist ja auch nur was Kleineres, wobei ich vorhin schon richtig in Gegnermengen stand und das war auf jeden Fall noch machbar. Also mir haben ein paar, die Steam Deck schon am Start hatten, gesagt, hey, es könnte etwas laut werden, wenn du dann wirklich was richtig Großes spielst, wie dann eben zum Beispiel Cyberpunk oder irgendwas, dann hält natürlich auch die Batterie nicht so lang und dann könnte man die Lüfter schon hören, weil ich mir eben vorgestellt habe, dass mein Nutzungskontext zum Beispiel eben auch ja, so stattfindet, dass meine Frau und ich irgendwie am Fernseher sitzen und man guckt irgendwas und sie guckt gerade den Laptop rein und was weiß ich, ist gerade auf eBay und ich dödel halt hier so ein bisschen rum und ja, aber da habe ich mir bis jetzt zumindest noch keine Sorgen gemacht, dass das Ding irgendwie zu laut wäre, dass man das dann halt hört wie ein Föhn oder sowas. Ich mache euch jetzt mal den Ton ganz laut, dass ihr hier mal so ein bisschen reinlauschen könnt. Wir gucken jetzt auch direkt mal noch in Potato rein und hier einmal der Spielstart, ohne irgendwie reinzuschnippeln, dass ihr seht, wie lange es dauert. Hallo, hey. Ich gehe ein bisschen runter. Ja. Also ich würde mal behaupten, das geht ähnlich wie am PC. Direkt rein. Ah, ich hätte ja sogar noch was klicken können. Bin auch schon drin. Ja, und schon kann man reinballern. Ich weiß nicht, wie man Gameplay von hier aufnimmt, wobei ich jetzt auch nicht vorhatte für diese Aufnahme, sondern ich wollte euch ja nur zeigen eben, wie die Geschichte verpackt ist. Ja, und wie es eben so vorerst, sag ich mal, läuft. Da kann ich gerne bei Bedarf auch nochmal ein Statement zu schicken, dann in ein paar Wochen oder Monaten, wenn ich es dann ein bisschen in Nutzung hatte. Aber so wie ich es jetzt eben die letzten 2 Stunden, 3 Stunden benutzt habe, war schon sehr, sehr nice. Also ich habe es einen Großteil eigentlich nur laden lassen und habe halt alles eingerichtet und dann ein bisschen reingedaddelt. War zwischendurch auch weg, deswegen ist es jetzt ist so viel Zeit vergangen. Eines kann ich auf jeden Fall noch sagen, es ist genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Und auch die Vorfreude war genau richtig. Also exakt so, wie ich mir es vorgestellt habe. Es ist einfach nice. Ich halte euch jetzt mal ganz kurz den Lüfterausgang ans Mikrofon, damit ihr hören könnt, wie laut das jetzt eben gerade ist, aber mit diesem Ton währenddessen. Also ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt hören könnt. Ich kann es nicht hören. Wenn ich mein Ohr dran mache, dann spüre ich den warmen Luftzug. Aber über den Sound kann ich das überhaupt nicht hören. Also es ist einfach weg. Hier einmal noch ohne Musik. Ich denke, wenn man halt was Großes spielt, wie dann Days Gone oder Cyberpunk oder sowas, dann wird das Ding wahrscheinlich schon gut arbeiten. Und man sollte dann auch nicht allzu weit von der Stromquelle weg. Also wir sind jetzt gerade bei 91%. Diese Aufnahme habe ich jetzt, glaube ich, bei 93% gestartet. Wobei man natürlich noch Energiesaver und alles Mögliche einstellen kann. Also, ja. Ich beende jetzt mal Brotato und gehe mal noch ein Ründchen hier in dieses Deskjob rein. Das ist hier eigens was für das Steam Deck entwickelte. Und da gucken wir mal noch kurz rein, was das jetzt hier zu bedeuten hat. Das erinnert mich an diese Demo von der VR-Brille, beziehungsweise an dieses Game, das sie auch rausgebracht haben, extra für die VR-Brille. Ui. Guck mal da. Jetzt ballert es übrigens schon etwas stärker rein, wie man hier vielleicht hören kann. Ich muss ein bisschen schnaufen jetzt, klar. Okay. Wow. Alter. Okay, oh. Ach, die Tasten unten dran. Holy shit. Okay, ich soll die Toilette benutzen, oder was? Okay. Ich hab's geschafft, ich war auf dem Klo. Einfach so einfach. Oh, jetzt kurbelt er richtig rein. Ich hab gerade das Spiel ausgemacht. Aber es ist direkt wieder weg. Ja, so viel zum Steam Deck. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal bei euch, wenn die ganz großen Sachen raus sind. Dann schau mal, wie man so eine Aufnahme vom Steam Deck am besten realisiert. Und dann können wir auch mal so ein paar kleine Gameplay-Tests machen. Vielen lieben Dank für das Teil. Absolut geil. Ich bin so fröhlich, glücklich darüber, dass ich das jetzt hier habe. Es ist jetzt wirklich, ich glaube, fast ein ganzes Jahr Gerede vergangen und Überlegung und mache ich es oder mache ich es nicht und, ne, und hin und her und dann immer wieder mit euch drüber gesprochen. Und jetzt liegt es einfach hier vor mir. Riesenkuss. Geht raus. Was jetzt noch hardwaremäßig folgt, ist folgendes. Die 4 Top-Spender werden hier hinten draufgeschrieben. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit 1, 2, 3, 4. Hier möchte ich auch noch jedem einzelnen Spender einmal danken dafür, dass er oder sie gespendet hat. Ich habe die Liste vor mir und werde sie einmal in der Reihenfolge durchgehen, wann gespendet wurde. Vielen Dank, Raudi, für deine Spende. Dankeschön, Ajax, alter Macher. Black Dragonin, ganz frisch in der Community und haut einfach schon Geld raus, dass ich da rumdaddeln kann. Dankeschön. Maiko, Tom, Mara,
Frankie Frankelsen, der Frankler unter den Franklinnen. Dankeschön für deine Spende. Blumio ist also wirklich ein Schenkerich. Saikusa ist bei mir der Top-Spender und war eine Weile inaktiv. Ist aber auch die ganze Zeit top. Also es hat ihn bis jetzt keiner überholt, was Spenden anging. Und du hast dir, Saikusa, mit der Spende jetzt auch wieder einen guten Vorsprung reingeschallert. Vielen Dank dafür. Easy Muffins, vielen Dank für deine Spende. Nico, auch so ein also wirklich ein Wahnsinniger, was Spenden angeht. Nico, ich glaube, du warst sogar an dem Abend irgendwie nicht so richtig da oder meintest, du bist jetzt im Bett und auf einmal haust du die Spende raus. Da war ich sehr überrascht. Vielen, vielen Dank dafür. Kommt er einfach nochmal kurz vom Bett, um das Ziel fast voll zu machen. Und Nemesis, der Gute, hat ganz am Ende den Deckel drauf gemacht. Nemesis, auch vielen Dank für deine Spende. Die Top-Spender, die dir also individuell am meisten gespendet haben und somit auch auf Steam Deck kommen, sind folgende Namen. Auf Platz Nummer 1 Nico, dann Saikusa, Platz 3 Black Dragonin und Platz 4 Ajax und Blumi. Da haben wir aber schon getalkt, sie haben beide gleich viel gespendet und sind halt genau auf dem vierten Platz. Man konnte bis zum vierten Platz sich auf dem Steam Deck halt gemütlich machen, also die Top 4 Spender werden eingetragen. Da schauen wir noch, weil beide gesagt haben, sie können sich vorstellen, dass man da irgendeinen Mischmasch macht aus dem Namen, beziehungsweise Ajax hinschreibt, ob man eine Blume mit dazu macht für Blumi. Das gucken wir dann noch, also das ist dann ganz individuell zu machen. Da gucken wir dann noch, das kläre ich dann am besten noch die Tage ab, weil meine Frau wird es dann demnächst draufschreiben. Sie hat halt schon eine schönere Schrift. Dazu wird es dann von mir aber nochmal einen Post geben auf Twitter, Insta und so weiter und so fort oder halt auf X, wie man jetzt ja sagt. Vielen, vielen Dank nochmal für alles. Danke natürlich auch fürs Reinschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Macht's gut. Haut rein. Eda. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.